Hallo, wir sind die neuen Schülersprecherinnen der Philipp Frey von Böselager Realschule in Ahrweiler. Ich bin Katharina. Und ich bin Jule. Letztes Jahr standen hier unsere beiden Vorgängerinnen Emma und Maxi und haben unsere Schule in einem Video präsentiert. Seit dem 15. Juli 2021 ist an unserer Schule nichts mehr, wie es vorher einmal war. Schulgelände und Schulgebäude wurden zum größten Teil durch die Flut zerstört. Ja, und genau aus diesem Grund stehe ich jetzt hier mitten im provisorischen Verwaltungscontainer. Unser neues Zuhause, nicht nur für die Schulleitung und das Sekretariat, sondern auch für viele Klassen. Und genau dieses Setting wird uns mit Sicherheit auch noch einige Zeit begleiten. Dennoch möchten wir Sie, liebe Eltern, und auch dich, liebes Grundschulkind, ganz herzlich einladen, sich das folgende Video aus dem vergangenen Jahr anzusehen. Denn dieses Video zeigt sehr eindrucksvoll, was unsere Schule ausmacht. Unsere Vielfalt und alles das, auf das wir großen Wert legen. Und es ist allen, von uns allen, das große Ziel, genau dahin wieder zu kommen und unsere Schule vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch ein bisschen schöner zu machen. Hallo, wir sind die Schülersprecherinnen der Philipp Freier von Böselager Realschule Plus in Ahrweiler. Da der Tag der offenen Tür leider dieses Jahr ausfällt, öffnen wir heute die Türen für euch. Kommt doch mit! Liebe Eltern, aber vor allen Dingen liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen. Herzlich willkommen an der Philipp Freiherr von Böselager Realschule Plus Ahrweiler. Ich freue mich, dass ihr euch für unsere Schule interessiert. In diesem Film wollen wir euch einen Einblick in unser vielfältiges Schulleben geben. Wir sind die größte Realschule Plus im Kreis Ahrweiler. Hier unterrichten etwa 50 Lehrerinnen und Lehrer, ca. 650 Schülerinnen und Schüler. Zusammen mit meinem Schulleitungsteam, dem Kollegium, der Schülervertretung und dem Schulelternbeirat gestalten wir gemeinsam unsere Schule. Und ein besonderer Ansprechpartner gerade in den ersten Jahren, das wird für euch Herr Dr. Becker sein, der euch nun an anderer Stelle nochmals besonders begrüßen wird. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin innerhalb der Schulleitung zuständig für alle 5. und 6. Klassen und stehe hier vor dem Gebäude, wo unsere Fünftklässler immer unterrichtet werden. Und wie so ein Unterricht in der 5. Klasse aussehen kann, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir gehen einfach mal rein. So, wir klopfen jetzt einfach mal bei der 5a. Guten Morgen! An der Böselager Realschule gefällt mir sehr gut, dass alle Lehrer sehr nett sind. Und dass sie sich halt auch von den Schülern in die Lage hereinversetzen können. Und dass die gestalten auch alle den Unterricht sehr schön. Die Grundschule hat mir auch sehr gut gefallen. Nur ich finde, die weiterführende Schule ist besser. Hier gibt es sehr viele nette Lehrer. Also ich kann die Schule empfehlen, weil Lehrer sind alle nett und der Unterricht wird halt auch so ein bisschen nicht nur nach purem Unterricht, sondern auch so mit ein bisschen, dass die Schüler Spaß haben, gemacht. In Navi, das ist so eine Art Sachkunde mit vielen Experimenten, die auch sehr viel Spaß machen. Am Smartboard werden Dinge erzählt, wie zum Beispiel Landkarten in Erdkunde oder so, in Mathe zum Beispiel ein Buch oder Arbeitsheft. Und ich finde es toll, dass wir mit dem Smartboard arbeiten, weil man da malen kann und lernen kann. Also es gibt zwei Computerräume, in beiden Computerräumen gibt es jeweils 30 Rechner und an den Computern kann man sehr viel machen, man lernt viel über Word und PowerPoint, was ja auch im Alltag sehr wichtig ist.
Vor Haus 1 haben wir einen Monitor. Da wird uns angezeigt, ob wir halt Vertretung haben oder auch frei haben. Die andere Möglichkeit ist, dass man zu Hause auf der Stui-App auf dem Handy gucken kann. Also der Schulhof, der ist echt groß und das ist besser als wie bei der Grundschule, weil hier kann man sich richtig gut austoben. Dann haben wir noch auf dem Schulhof Kletterfelsen, wo wir klettern können. Wir haben auch 4 Tischtennisplatten, an denen wir spielen können. Man hat hier einen Kiosk und die Sachen sind auch gar nicht so teuer beim Kiosk. Also wenn man trinken oder Stift vergessen hat, kann man da sich auch was kaufen. Hier sieht man, wie ein Morgen an unserer Schule aussehen kann. An der Böselager Realschule gibt es aber nicht nur den Unterricht am Vormittag. Für die 5. und 6. Klassen gibt es zusätzlich eine freiwillige Nachmittagsbetreuung. Also in der Nachmittagsbetreuung, da kann man halt direkt nach der Schule essen. Ich bin in der Nachmittagsbetreuung und zwar in der Hausaufgabenbetreuung. Das finde ich echt gut, weil ich da Lehrer oder besser gesagt jemanden nachfragen kann, wenn ich die Hausaufgaben nicht verstehe. Neben der Hausaufgabenbetreuung gibt es auch Förderunterricht für die Hauptfächer. Außerdem finden am Nachmittag zahlreiche AGs statt. Ja, jetzt sind wir hier in unserer Sporthalle und das Besondere bei uns ist, dass es ab der 5. Klasse immer eine Sportklasse gibt, die dann auch zusätzlich einmal wöchentlich 2 Stunden länger Sport macht. In der Sportklasse lernt man auch viele neue Arten vom Sport kennen. Es gibt auch Theorie, das hatten wir schon mal mit unserer Lehrerin, dass wir da ein bisschen über die Olympischen Spiele und so geredet haben. Reiten, Schwimmen, Tennis, Inline-Hockey, all das kann man bei uns in der Sportklasse machen. Für alle Sportbegeisterten ist die Sportklasse genau das Richtige. Unsere Schule nimmt auch regelmäßig an Wettbewerben teil, wie zum Beispiel dem Triathlon, dem Marathon oder an Fußballturnieren. Weiterhin der ganz große Vorsprung der ersten Schüler der Realschule für uns. In der Stufe 9 bietet unsere Schule eine Skifreizeit in Südtirol an. Wir bedanken uns für euer Interesse und würden uns freuen, euch bald an unserer Schule begrüßen zu dürfen.
die Schülersprecher der Philipp Freier von Böse Lager Realschule Plus. Und wie sitzt das auch falsch? Hallo, wir sind die Schülersprecher der Philipp Freier von Böse Lager Realschule Plus in Ahrweiler. In dem Outtake. Wir freuen uns. Ich freue mich überhaupt nicht mehr. So zeigen oder so geht nicht mehr? Nee, so. Okay, alles klar? 14:30 Uhr, Ahrweiler, die Frisur sitzt. Okay. Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen.